Herzlich willkommen zum zweiten Daily Update vom UTMB, vom Filmmagazin Powered by On. Und ich habe diesmal den Hannes bei mir, Hannes Namberger, unsere deutsche Hoffnung kann man sagen, ja, den besten deutschen Athleten derzeit und sicherlich einer der Mitfavoriten. Hannes, bevor wir richtig ins Interview einsteigen, mal eine Frage, die vielleicht ein bisschen tricky ist, okay? Ich weiß, du bist so ein Fanat, was Ausrüstung angeht. Das heißt, alles ist durchgeplant und alles ist genau durchgetestet. Jetzt machen wir was anderes, ja? Jemand anders darf alle deine Pflichtausrüstung zusammenpacken, darf bestimmen, was du für Nahrung mitnimmst, was du für Schuhe mitnimmst. Du darfst nur eine Sache aussuchen, die du selber bestimmen kannst. Was würdest du sagen, was ist die Sache, wo du absolut keine Kompromisse eingehst, wo du sagst, nee, da möchte ich meine Hand drauf haben? Ja, das sind eigentlich meine Schuhe mit meinen persönlich abgestimmten Einlagen. Auf die kann ich und will ich niemals verzichten. Okay, ich weiß, also auch mit allem anderen könntest du schlecht leben, aber wir haben uns auch darüber Gedanken gemacht, was sind eigentlich speziell für den UTMB die wichtigsten Gegenstände und was muss man da vielleicht ein bisschen beachten? Das schauen wir uns jetzt an. Ja, der UTMB, das ist ein Rennen, das man sehr, sehr lange unterwegs und im alpinen Gelände auf über 2000 Metern Höhe, man läuft durch die Nacht. Da ist einfach das Thema Ausrüstung auch was, was man bedenken sollte. Und zum einen gibt es da natürlich eine sehr, sehr lange Liste an Pflichtausrüstung, die man mitführen sollte, aber auch so ein paar ganz essentielle Dinge. Was sollte man denn da beachten? Ja, also ich glaube, die wichtigste Ausrüstung für mich jetzt persönlich ist auf jeden Fall so eine Regenjacke. Ja? Also das, was ich meinen Athleten immer sage. Denn wenn man so lange unterwegs ist und ja auch bei wechselndem Wetter, wir sehen es ja auch hinter uns vielleicht schon, dass die Wolken hier aufziehen, das kann super schnell gehen. Da braucht man eine Regenjacke, auf die man sich echt verlassen kann. Und dann, wenn es kalt wird, wenn irgendwo der Wind dann da oben ist, ja, und man merkt, man unterkühlt leicht, dann braucht man eine Regenjacke, die man möglichst über die Klamotten, also über den Rucksack anziehen kann und wo man ständig die Temperatur regulieren kann. Und zwar nicht mit den Kalorien, die man einnimmt, sondern möglichst eben mit der Jacke, um viel Kraft und eben auch viel Energie zu sparen. Toni, was ist so das Ausrüstungsteil, wo du sagst, das ist so das Essentiellste für dich? Ich glaube, ich würde das absolut naheliegendste wählen, und zwar die Schuhe. Mhm. Also bei den Schuhen ist es echt so, keine Experimente machen. Man sollte einen Schuh wählen, den man schon sehr, sehr gut kennt, den man viele Trainingskilometer auch schon getragen hat, wo man weiß, da kann ich mich einfach drauf verlassen und da laufe ich mir keine Blasen, in dem fühle ich mich einfach wohl. Was das Schuhmodell angeht, das ist auch sehr persönlich. Also die einen laufen lieber mit sehr minimalistischen Schuhen, die anderen brauchen es über die lange Distanz gut gedämpft. Also auch da keine Experimente, wählt das, was ihr gut kennt, wo ihr wisst, ihr kommt damit lange klar. Wichtige Frage, Toni. Mhm. Schuhe wechseln oder die gleichen Schuhe durchlaufen? Mhm. Ja, auch da persönliche Präferenz. Allerdings beim Thema 100 Kilometer und länger auf jeden Fall wichtig, darüber nachzudenken. Denn die Füße schwellen an über die längere Zeit. Und man hat da zum einen die Möglichkeit, über die Schnürung so ein bisschen zu regulieren. Hier bei dem Schuh zum Beispiel hat man so ein Flip-Release-Tool, wo man einfach die Schnürung relativ schnell und spontan auch ein bisschen enger oder weiter einstellen kann, sodass man dann den Schuh auch anbehalten kann. Man hat aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel ein Dropbag zu deponieren, wo man einen Schuh drin hat, der eine Nummer größer ist. Mhm. Sodass man dann, wenn die Füße angeschwollen sind, einfach einen größeren Schuh anziehen kann, sich vielleicht auch ein bisschen frischer fühlt, wieder neue Energie hat und sich denkt, hey, mit dem neuen Paar Schuhe sind jetzt die nächsten Kilometer einfach auch ein bisschen leichter zu laufen. Okay. Also können wir zusammenfassen insgesamt, man muss das Ganze natürlich ausprobieren, keine Experimente, genau, wie du richtig sagst, und sich vor allen Dingen wohlfühlen, die Lieblingsklamotten mitnehmen, worauf man sich echt verlassen kann, ja, und dann hoffen, dass das Wetter halbwegs hält, würde ich sagen. Genau, auch das. So, wir sind zurück, ja, mit Hannes, ja, und die Schuhe waren auch dabei, was ein Wunder. Jetzt gehen wir aber ins Interview rein, Hannes, weil, wie gesagt, viel von dir, und das ist ja auch das, was die Leute draußen erfahren wollen. Wie bereitest du dich darauf vor? Ja? Wie hast du nochmal so einen Sprung gemacht und was können wir erwarten? Ja? Aber was auch klar sein muss, es ist dein erster 100-Meiler, ja, oder? Ganz klar. Der längste Distanz, die du bisher gelaufen bist, war? Richtig. 120. Beim Lavaredo. Genau. Ja, genau. Und die waren super, ohne Frage, ja? Ja, aber die waren hinten raus auch hart. Ja? Wie viel Angst hast du jetzt vor den 100 Meilen? Wie viel Respekt macht dir das, da jetzt nochmal 50 Kilometer dranhängen zu müssen? Also ich würde jetzt keinen Fall sagen, dass ich Angst habe, sondern eher einen gesunden Respekt. Es ist eine neue Erfahrung, die ich machen werde, 50 Kilometer nochmal mehr zu laufen. Aber für mich ist einfach nur wichtig, dass ich das Ganze schlau angehe. Ich habe mich lange auf das vorbereitet, vor allem auch mental. Also so der Körper und auch der Kopf ist gut abgestimmt für diese Distanz. Also ich denke und ich hoffe, ich bin da wirklich gut bereit für das. Ich hoffe doch auch. Ja. Ich kann da vielleicht mehr zu sagen, aber vielleicht sagst du unseren Zuschauern mal, wie so eine Umfangwoche, so eine der Hauptwochen in der Trainingsvorbereitung, wie die so ausgeschaut hat.
Also klar, ich habe viele Intervalle gemacht, viele gemütliche Dauerläufe von 1 bis 2 Stunden im flachen Gelände. Aber dann auch die typischen Longruns, wo du zwischen 4 und 6 Stunden unterwegs bist, im ganz normalen Gelände, halt bei mir zu Hause in die Chiemgauer Alpen. Und ich sage einfach, gut gemixt. Und so habe ich halt maximal 120, 130 Kilometer in der Woche zusammengebracht. Das hört sich jetzt nicht viel an, aber es ist halt immer mit Höhenmeter kombiniert. Also ja, ein gutes Training, ein gutes Mittelmaß für solche Distanzen. Und das halt auch über einen längeren Zeitraum. Also nicht nur immer periodenweise, sondern halt, ich sage, über die letzten Jahre einfach kontinuierlich gesteigert. Es hat wirklich Jahre gedauert, bis der Körper halt auch die Belastungen und ja, alles gewöhnt, was halt dann bei so einem ja, Riesenrennen dann halt auf einen zukommt. Jetzt ist der UTMB ja bekannterweise, entscheidet er sich nicht über Kilometer 30, sondern deutlich später. Bis wohin ist Kraftsparen und Warmlaufen? Ab wann beginnt das Rennen? Ich sage jetzt einmal Warmlaufen bis wirklich Kilometer 30, dann fangst du ein bisschen an, ein bisschen zügiger bis Cours Majeur. Und dann muss man einfach, ich sage jetzt mal, wieder schauen, wo man steht, was sagt der Körper, bin ich schon wirklich im Arsch? Ja, dann ist Kacke an dem Tag, dann hast du ein Problem. Aber eigentlich soll dann erst bei Kilometer 100 für mich jetzt dann das Rennen losgehen. Ja, und dann wird einfach Zähne zusammenbeißen und voll durch und einfach halten, halten, halten. Also heißt das für die Zuschauer, keine Sorgen machen, wenn du auf Platz 30 bist, dass in den ersten 30 Kilometern oder Platz 20 bis nach Cours Majeur, da bist du noch voll im Zeitplan für dich. Ja, würde jetzt einfach mal so sagen. Jetzt nehmen wir mal an, du bist in Champelac bei, was ist das, Kilometer 125 und du merkst, Stecker ist aus. Was ist dein Geheimnis, dass du sagst, boah, da kann ich mich nochmal motivieren oder da habe ich nochmal, das habe ich im, vielleicht im Dropback, beziehungsweise irgendwie in einer Verpflegungstüte, wo ich mich da nochmal mobilisieren kann mit. Cola, ja, jede Menge Cola. Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen, weil nach jedem Tief kommt er wieder hoch und ich weiß, dass es das bei mir wieder kommt. Hannes, du bist ja ein Mann der Berge, ne? Du bist viel in den Bergen unterwegs, du bist schon immer in den Bergen unterwegs, du warst Skifahrer, du kennst die Berge. Was wäre jetzt so ein Wetter, wo du sagst, das spielt mir in die Karten? Wenn es kühl wird, ist super. Mhm. Wenn ich einfach noch mehr wärmendes T-Shirt anziehen kann und dann meine Regenjacke drüber und dann läuft der Körper super. Also umso kälter, umso besser, weil ich trainiere einfach im Winter immer bei diesen Temperaturen und jetzt bin ich gewöhnt, dass es kalt ist, dass die Muskeln kalt sind, dass es einfach hart wird. Wer sind die Top 3 Frauen und Männer auf deinem Schirm, sag ich mal, auf deinem Zettel? Ja, fangen wir mit den Frauen an. Ich wünsche der Eva auf jeden Fall das Podium. Ich sag mal, Dawater ist natürlich immer krass. Also da kommen halt dann die starken Frauen durch, die halt einfach über lange Zeit den Witterungen standhalten können. Und genauso bei den Männern, die einerseits schlau laufen können, aber halt, ich sag mal, wenn es 2-3 Grad hat in der Nacht, dann wird es einfach anders. Und da kann ich jetzt schlecht sagen, ich weiß, dass der Torlef einfach da auch ein krasser Typ ist, weil der auch viel in der Kälte trainiert. Viel Erfahrung hat, viel schon gelaufen ist. Ja, genau. Ich muss ja ehrlich sagen, dass mir jetzt nicht so viel interessiert, wer erster, zweiter, dritter wird, weil das ist einfach wirklich eine Lotterie. Da gebe ich dir recht. Man muss sich auf sich selber konzentrieren. Ja, ich mache mir da jetzt keine Gedanken, was mit den anderen ist, sondern was mit mir ist und wo ich hin möchte. Wer dann gewinnt, okay, ja, das mag so sein, aber für mich zählt dann der Rückstand, wie weit ich aufs Podium habe. Das sind die Fragen, die ich mir stelle, oder? Wie meine Performance an dem Tag sein muss. Wir wünschen dir auf jeden Fall, dass du vielleicht sogar in den Top 3 bist. Ich weiß, wie hart das ist, gerade der erste 100 Meiler, man kann da nicht zu viel erwarten. Ja, klar. Aber wir wünschen auf jeden Fall, dass du deine Ziele erreichst und dass es für dich so läuft, wie du dir das vorstellst. Also vom ganzen Team, ja, vom ganzen Trail-Magazin auch viel Erfolg, viel Glück. Vielen Dank. Und dass alles glatt läuft. Oh, 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 oh